Herzlich willkommen in der Kirche zu Stapellage. Wir feiern unseren Familiengottesdienst zum Osterfest im Namen Gottes, des Vaters, der uns und diese Welt gemacht hat. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Mut macht und der uns wieder auf die Beine hilft, wenn wir traurig sind. Herzlich willkommen zu diesem feierlichen Gottesdienst, liebe Kinder und liebe Gemeinde. Auf besonderen Wunsch vieler Eltern kommen wir heute digital wieder einmal zu euch ins Kinderzimmer oder ins Wohnzimmer, dorthin, wo ihr uns haben wollt, immer dann, wenn ihr das Notebook aufklappt oder den Smart TV anschaltet und sagt: Papa, Mama, Oma, können wir mal wieder den Familiengottesdienst sehen? Das ist leider die gesündeste Art, Gottesdienst zu feiern in diesen Zeiten des Coronavirus. Ihr wisst es. Doch wir feiern einen ganz besonderen Gottesdienst. Denn wir feiern das Leben miteinander. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er ist nicht unter den Toten geblieben, sondern Gott hat ihn auferweckt. Und dies ist ein wunderbares Zeichen des Lebens und des Lichtes und der Hoffnung für euch, liebe Kinder, und für die ganze Welt. Gott hat ein ganz großes Wunder getan. Womit kann man solch ein Wunder vergleichen? Da zeige ich euch mal diesen Ast zum Beispiel. Den ganzen Winter über, November, Dezember, Januar, Februar, schaut man auf dieses Holz und denkt: Na ja, was für ein Gestrüpp, was soll daraus schon kommen? Doch dann im März, im April, dann seht ihr hier das erste Grün aus diesem fast schon toten Holz herauskommen. Das ist noch ein bisschen ömmelig, sagt ihr, da geht noch mehr. Ja, da geht noch mehr. Ich zeige euch noch was. Hier zum Beispiel vor Sützchen. Dort seht ihr schon das Gelb herauskommen aus diesem Stamm. Jetzt in dieser Osterzeit ein Wunder. Gott lässt neues Leben entstehen. Und dieses Leben ist so, dass wir es miteinander feiern. Und ihr werdet es nicht glauben, ohne das Osterfest würden wir in der Kirche heute überhaupt nicht mit euch feiern. Es ist ein Fest, das das ganze Jahr begleitet, Ostern, und das dem ganzen Jahr Kraft verleiht. Und so freuen wir uns ganz besonders mit unserem tollen Team, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ihr dürft es selbstverständlich wiederholen. Jesus, auferstanden von den Toten. Halleluja. Amen. Wir singen jetzt das Lied "Einfach Spitze, dass du da bist". Einfach Spitze, dass du da bist.
wollen gemeinsam beten. Jesus Christus, wir freuen uns, dass wir Ostern miteinander feiern dürfen. Du bist auferstanden vom Tod. Heute soll ein ganz großes Licht der Hoffnung brennen, ein Licht gegen alle Dunkelheit. Schenk uns allen ein erfreuliches Osterfest in den Familien, im kleinsten Kreis. Eigentlich wollten wir heute zur Kirche gehen, das Osterfrühstück miteinander teilen und gemeinsam mit den anderen Kindern etwas basteln. Wir wären wohl auch gern zu einem riesigen Osterfeuer gegangen. Aber du siehst, Gott, das alles ist noch nicht möglich. Aber wenn deine Botschaft stimmt, dass dein Osterlicht niemals ausgeht, dann wollen wir voller Hoffnung und voller Trost heute gemeinsam Ostern feiern. So wie der Frühling jedes Jahr nach dem Winter zurückkehrt, so sicher wird dein Leben gewinnen. Du hast es fest versprochen. Dein Leben ist bunt und es wird größer werden. Amen. Ich lese aus Lukas 24 aus der Neukirchner Kinderbibel. Es war Abend geworden. Zwei Männer wanderten von Jerusalem zu dem kleinen Dorf Emmaus. Sie waren Freunde Jesu gewesen. Traurig gingen sie nebeneinander her und unterhielten sich miteinander. Nun ist alles vorbei, klagt der eine. Jesus ist tot, aber wir hatten gehofft, dass er unser König wird. Ja, fiel der andere ein. Warum musste Jesus nur sterben? Wir werden es nie begreifen. Als sie so redeten, holte ein Fremder sie ein. Erst bemerkten sie ihn gar nicht, so sehr waren sie in ihr Gespräch vertieft. Doch der Fremde sprach sie an. Von wem redet ihr? Warum seid ihr so traurig? Die beiden blieben stehen und sahen den Fremden erstaunt an. Wie? Fragten sie ihn. Du weißt nicht, was in Jerusalem geschehen ist? Was denn? Fragte der Fremde. Da fingen die beiden an zu erzählen. Kennst du Jesus von Nazareth? Er wurde getötet wie ein Verbrecher. Aber er war kein Verbrecher. Er hat nur Gutes getan. Und wir hatten gehofft, er sei der Retter und werde unserem Volk helfen. Doch nun ist er tot, schon den dritten Tag. Aber stell dir vor, heute Morgen kamen Frauen, die uns sagten, Jesus lebt, sein Grab ist leer. Doch wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Ach ihr, rief der Fremde, warum wollt ihr nicht glauben, was doch schon die Propheten vorausgesagt haben? Musste es nicht so geschehen? Wenn Jesus der Retter ist, musste er da nicht leiden und sterben und auferstehen? Und er erklärte ihnen alles, was in den heiligen Schriften über den Retter stand. Die beiden hörten aufmerksam zu, wie lebendig der Fremde die Schriften auslegte, ganz anders als ihre Gelehrten. So etwas hatten sie noch nie gehört. Wer konnte dieser Fremde nur sein? Es war schon spät, als sie endlich in Emmaus ankamen. Die Sonne ging bereits unter. Da nahm der Fremde Abschied und wollte weiterziehen. Aber die beiden drängten ihn und luden ihn ein. Ziehe bitte nicht weiter, bleibe bei uns, denn bald wird es Nacht. Da ging der Fremde mit in ihr Haus und setzte sich mit ihnen zu Tisch. Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach es und gab es den beiden. Die aber starrten ihn an mit aufgerissenen Augen. Mit einem Mal begriffen sie, wer da bei ihnen saß. Jesus war es, ihr Retter und Herr. Leibhaftig saß er vor ihnen. Er lebte. Jesus, wollten sie rufen. Bist du es wirklich? Aber da war Jesus nicht mehr zu sehen. Die Freunde sahen sich betroffen an. Wie ist das nur möglich, fragten sie sich. Den ganzen Weg ging Jesus mit uns, aber wir haben ihn nicht erkannt. Und doch, wie ging uns das Herz auf, als er mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Da hielt es sie nicht mehr in ihrem Haus. Schnell standen sie auf und liefen noch am selben Abend nach Jerusalem zurück. Dort eilten sie zu dem Haus, wo die Jünger versammelt waren, klopften an die Tür und riefen, »Macht auf, wir sind es, die Freunde aus Emmaus. Wir haben gute Nachricht für euch.« Wir singen jetzt das Lied Nummer 100. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil.
Ihr Lieben, jetzt freue ich mich ganz doll darauf, euch die Ostergeschichte zu erzählen. Hier auf dem ersten Bild könnt ihr sehen, dass es eigentlich ein sehr trauriges Bild ist. Ihr seht die Frauen und die Jünger von Jesus und sie weinen und trauern. Denn es ist etwas passiert, was sich die Jünger und die Frauen nicht vorstellen konnten. Jesus ist tatsächlich ans Kreuz genagelt worden und er nicht alleine, nein, mit ihm noch zwei weitere Männer. Aber wie konnten sie Jesus ans Kreuz nageln? Die Jünger verstehen es nicht, die Frauen verstehen es nicht. Maria, die Mutter, versteht es schon gar nicht. Jesus hatte doch nur Gutes getan. Und sie erinnerten sich daran, Jesus hatte kranke Menschen geheilt. Er hatte Geschichten von Gott erzählt. Als sie im Schiff gewesen waren, da hatte Jesus sie davor bewahrt, dass die Wellen ins Schiff geschlagen wären und sie untergegangen wären. Jesus war da und hat den Sturm still gemacht. Jesus war so ein wunderbarer Begleiter gewesen und die Jünger und die Frauen konnten es nicht fassen. Hier auf diesem Bild haben sie Jesus vom Kreuz runtergenommen. Er war tot. Sie haben ihn in ein Tuch gewickelt und wollten Jesus jetzt zu einem Grab bringen. Es war ein Höhlengrab und in diesem Höhlengrab gab es eine Beton- oder eine Steintreppe oder eine Bank. Und da wollten sie Jesus drauflegen. Ganz, ganz traurig machten sie sich auf den Weg mit Jesus. Zu der gleichen Zeit waren aber die anderen Jünger in Kellern und haben sich dort versteckt. Sie haben die Keller zugesperrt und hatten Angst, dass die Römer kommen. Dass sie kommen und die Jünger aus den Kellern holen und sagen, ihr gehört auch zu Jesus, ihr wart doch Freunde von Jesus. Und sie hatten Angst, dass mit ihnen genau das Gleiche passiert, dass sie auch gekreuzigt werden. Darum haben sie sich eingesperrt und eingeschlossen und hatten Angst. Sie saßen da und einige kamen gerade zurück. Sie hatten ein Klopfzeichen vereinbart. Die Tür wurde geöffnet und sie erzählten, wir haben Jesus gerade in die Höhle gebracht, in dieses Höhlengrab. Und das Grab wurde mit einer riesengroßen Platte, Betonplatte, zugemacht. Die Römer hatten nämlich Angst. Sie hatten davor Angst, was Jesus selber gesagt hatte. Jesus hatte nämlich gesagt, ich werde sterben. Aber nach 3 Tagen wird Gott mich lebendig machen. Ich werde wieder leben. Und jetzt hatten die Römer Angst, dass die Jünger vielleicht heimlich Jesus, den toten Jesus aus dem Grab holen und dann einfach sagen, Jesus ist auferstanden. Und deswegen haben sie das Grab bewacht. Darüber sprachen jetzt die Frauen und Männer hier. Und sie waren traurig, dass Jesus nicht mehr da war. Sie vermissten ihn sehr. Als 3 Tage vergangen waren, machten sich 2 Frauen auf den Weg. Maria und Maria Magdalena. Und die beiden Frauen, ihr seht das hier, hatten Salben dabei in Krügen. Und sie wollten noch einmal zu dem Grab gehen. Und wollten Jesus eincremen mit den schönen Salben. Sie wollten noch einen Liebesdienst an ihm tun. Und so machten sie sich ganz, ganz, ganz früh morgens auf dem Weg. Es war fast noch dunkel. Und in Gedanken machten sie sich auf einmal klar, ach, wir können ja gar nicht zu dem Grab. Da liegt doch der schwere Stein davor. Wie sollen wir an Jesus rankommen?
Wir beide schaffen das nie und nimmer, diesen Stein wegzurollen. Und ein Soldat ist mit Sicherheit auch noch in der Nähe, der wird das verhindern. Was sollen wir nur machen? Und es ist so früh morgens, da kommt keiner uns zu Hilfe. Und in Gedanken sahen sie dieses Grab vor sich mit dem großen Stein und dem Soldaten, der daneben wachte. Was machen wir nur, wenn wir gleich da sind und genau das erwartet uns? Doch, als sie dorthin kam, wie merkwürdig, der Stein war weg. Der Stein war weggerollt und der Soldat, der lag da und schlief, als ob nichts passiert wäre. Die jungen Frauen waren ganz verwundert und es ging so ein helles Licht von dem Grab aus. Was war da los? Sie hatten ein bisschen Angst. Maria Magdalena war ganz mutig, sie schaute in das Grab hinein und schaute, ob Jesus dort war. Aber sie kam rausgestürmt und sagte, Maria, Maria, Jesus ist nicht da. Das kann nicht sein, dass Jesus nicht da ist. Haben sie ihn doch gestohlen? Aber auf einmal sahen sie eine Gestalt, die ganz hell leuchtete. Es war ein Engel. Ein Bote Gottes. Er kam auf die Frauen zu. Maria und Maria Magdalena erschreckten sich. Was passiert denn jetzt noch? Jesus ist nicht da. Und was will dieser Mensch dort oder Engel oder wer auch immer? Der Engel trat auf sie zu und sagte, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus, nicht wahr? Ihr sucht den Gekreuzigten, den toten Jesus sucht ihr hier. Aber Jesus ist nicht da. Jesus hat euch doch gesagt, er wird 3 Tage im Grab liegen, aber dann wird Gott ihn lebendig machen. Er wird ihn auferwecken. Und genau das ist geschehen. Gott hat ihn lebendig gemacht und Jesus lebt. Er ist nicht mehr hier im Grab. Jetzt geht ihr Frauen. Und erzählt es den anderen. Die Frauen konnten es kaum glauben. Sie wussten nicht, sollen sie sich freuen? Ist es wirklich wahr, was da passiert ist? Stimmt das, was der Engel gesagt hat? Sie sind ganz verwirrt. Und Maria Magdalena sagt, ich muss noch einmal in das Grab reinschauen. Und sie ging noch einmal hinein und schaute und tatsächlich. Die Bank, auf der Jesus gelegen hatte, war leer. Jesus war wirklich nicht da. Und dann sagte Maria Magdalena, ich glaube, wir gehen jetzt zu unseren Freunden. Wir sagen ihm, was wir gesehen haben. Wir erzählen es ihnen. Sie machten sich auf den Weg. Und als sie ein bisschen gelaufen waren, mussten sie durch einen Garten gehen. Und schon wieder passierte etwas, was die Frauen nicht verstehen konnten an diesem Morgen. Auf einmal sahen sie eine Gestalt, die auf sie zukam. Und Maria Magdalena sagte, schau einmal, Maria, ich glaube, das kann doch nicht sein. Ich glaube wirklich, ist das Jesus? Das kann doch gar nicht sein. Und sie kam näher und näher. Dann standen sie neben ihm. Ja, es war Jesus. Wie kam Jesus denn in diesen Garten? Die Frauen konnten nicht anders. Sie mussten einmal ganz in die Nähe von Jesus kommen. Sie mussten ihn einmal anrühren. Ist das wirklich wahr? Sie mussten ihn einmal berühren. Jesus, bist du wirklich auferstanden?
Und dann hörten sie Jesu Stimme. Und die Stimme kannten sie gut. Und es war Jesus. Jetzt hatten sie keinen Zweifel mehr. Und Jesus sagte: Ihr Frauen, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Und jetzt geht zu euren Freunden und sagt es, erzählt es allen. Ich bin auferweckt worden. Gott hat mich lebendig gemacht. Ich bin da und ich bin bei euch. Und sagt den Jüngern, ich komme auch zu ihnen. Und sie dürfen mich berühren, sie dürfen mich anschauen, dass sie wissen, dass ich wirklich lebe. Und dann war Jesus auf einmal verschwunden. Er war nicht mehr da. Aber die Frauen waren überglücklich. Jetzt waren sie glücklich. Sie hatten Jesus wirklich gesehen. Ja, Jesus lebt. Und sie fassten sich an die Hände und sie rannten los. Und sie sind zu den Jüngern gelaufen, haben an die ganzen Kellertüren geklopft, haben gesagt, macht auf, wir müssen euch was Wunderschönes erzählen. Jesus ist nicht mehr tot. Jesus lebt, weil Gott ihn lebendig gemacht hat. Das müssen wir feiern. Das müssen wir feiern. Die Jünger, die das hörten in ihren Kellerräumen, konnten das erst nicht so richtig glauben. Aber die beiden Frauen sprudelten nur so über und waren glücklich, überglücklich. Und die Frauen sagten, ihr werdet Jesus selber auch noch sehen. Er hat gesagt, er kommt und zeigt sich euch. Und dann werdet auch ihr glauben und der letzte Zweifel ist weg. Ja, und das ist die wunderschöne Geschichte, dass Jesus nicht mehr tot ist, dass Jesus lebt. Und Jesus lebt auch heute noch. Wir können ihn spüren, wir können mit ihm reden, mit ihm beten. Wir wissen, Jesus lebt, auch wenn wir ihn jetzt hier nicht sehen, aber er ist da. Und darum feiern wir Ostern. Jesus ist lebendig. Das war die Geschichte für euch. Er ist erstanden. Liebe Kinder, wir zünden nun unsere kleinen Osterlichter am großen
Osterlicht an. Mein Osterlicht leuchtet, weil ich auch in diesen schwierigen Zeiten die Hoffnung niemals aufgeben möchte. Mein Osterlicht leuchtet, weil ich wissen darf, dass Gott mich beschützt. Mein Osterlicht leuchtet, weil ich hiermit auch ein Licht zu euch nach Hause bringen kann. Mein Osterlicht leuchtet, weil es uns miteinander verbindet, obwohl wir leider hier nicht gemeinsam in der Kirche miteinander feiern können. Mein Osterlicht leuchtet, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat. Wir wollen jetzt beten. Lieber Gott, ich lege einen alten Schuh in den Schein des Osterlichtes. Ich bitte dich, behüte alle Flüchtlingskinder auf dieser Erde mit ihren Familien. Schenke ihnen Kraft und Halt für ihren Weg. Schenke ihnen Ruhe vor dem Krieg und schenke ihnen ein sicheres Zuhause. Jesus Christus, ich lege ein Glas leckerer Schokocreme in dein Osterlicht. Ich danke dir für alles, was unser Leben süß und erfreulich macht. Du gibst Nahrung und auch die Leckereien obendrauf. Mir geht es gut. Schenke, dass diese Erde gut bewässert wird und dass die Menschen teilen, sodass niemand mehr Hunger hat und Durst.
Guter Gott, ich lege eine Packung Impfstoff in das Osterlicht. Dieser Stoff rettet Menschenleben. Bitte schenke, dass bald alle auf dieser Erde daran teilhaben können. Ich hoffe, dass ich bald wieder zurück kann in mein altes Leben, in dem ich so viel Kontakt mit meinen Freunden hatte, im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein und in den vielen Gruppen, in denen ich bin. Gott, meine Freunde fehlen mir. Jesus Christus, ich lege einen wärmenden Schal ins Osterlicht. Ich bitte dich, umhülle uns alle mit deiner Liebe wie mit einem Schal. Wir brauchen alle deine Liebe, damit wir uns geborgen fühlen können. Guter Gott, ich lege etwas Geld in den Schein deines Osterlichtes. Das Geld ist knapper geworden für viele Menschen im letzten Jahr. Darunter leiden auch die Kinder. Manch einer weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll, weil er nicht arbeiten darf. Ich bitte dich, lass alle Familien und die Alleinstehenden versorgt sein, damit jeder hat, was er zum Leben braucht. Jesus Christus, ich lege ein Herz in den Schein des Osterlichtes. Ostern heißt, du hast ein weites Herz für uns. Du schenkst uns neues Leben. Du wächst Lebensenergie. Danke für diese Botschaft. Darum lass uns herzlich miteinander umgehen. Schenke uns Liebe in dieser schweren Zeit, damit die Unzufriedenheit kleiner wird. Amen. Sprechen wir das Vaterunser-Gebet mit Bewegungen. Macht einfach mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun bitten wir um den Segen Gottes, dass er uns beschütze und behüte. Gott, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen.